Herzlich willkommen zum Webinar Persönlichkeitsanalyse im Recruiting. Ich freue mich gleich riesig, unseren Experten im Thema begrüßen zu dürfen, und zwar Adrian Krebs, Geschäftsführer von Gateway. Bevor wir ins Thema eintauchen, habe ich gleich noch ein paar organisatorische Punkte vorweg. Und zwar zum einen, wenn Sie auf technische Probleme stoßen, dann melden Sie sich gerne auf unserer Webseite im Chat auf www.dualu.com. Meine Kollegen helfen Ihnen dann sehr gerne weiter. Fragen zum Thema rund um die Persönlichkeitsanalyse können Sie während des Webinars laufend unten in den Chat stellen. Die werden wir dann am Schluss gemeinsam bei der Fragerunde besprechen. Sie sind gemutet, damit wir auch ein schön ruhiges Webinar haben, aber falls Sie einen Input einbringen möchten oder natürlich auch am Schluss bei der Fragerunde, dürfen Sie sich dann sehr gerne entmuten. Wir werden das Webinar aufzeichnen, damit wir es dann später auch für Sie zur Verfügung stellen können auf YouTube. Es werden jedoch nur die sprechende Person aufgezeichnet und die freigegebenen Inhalte. Und auch noch wichtig zu sagen, die Fragerunde werden wir nicht veröffentlichen, also Sie können später ungeniert Ihre offenen Punkte noch einbringen. Starten wir doch gleich mit der Themenübersicht. Was erwartet uns heute? Wir werden zuerst auf die Frage eingehen, wer wir sind als Dualu und Gateway. Danach wird Adrian mehr über die Grundlagen der Persönlichkeitsanalyse und Identify erzählen. Es geht weiter um die Theorie dahinter und welche Dimensionen ausgewertet werden können. Natürlich darf in diesem Webinar auch dürfen die Vorteile des Einsatzes im Bewerbungsprozess nicht fehlen. Es freut uns sehr besonders, dass Bea Keller von der Stiftung Lohgarten dabei ist und uns direkt die Praxiseinblicke mitgeben wird. Nach einem kurzen Fazit von Adrian werden wir uns dann noch konkret in Dualu anschauen, wie das abläuft. Gegen den Schluss kommt dann noch die Fragerunde, wo wir die gestellten Fragen aus dem Chat oder auch noch ad hoc beantworten werden. Starten wir also wie versprochen mit der Frage, wer ist Dualu? Da die meisten uns schon kennen, hatten wir den Vorstellungsteil rund um Dualu sehr kurz. Ich bin Daniela Zwicker und bin bei Dualu verantwortlich für das Marketing. Einige von Ihnen werden mich sicher auch noch aus einer Schulung kennen. Wir möchten mit Dualu den Rekrutierungsprozess von A bis Z für unsere Kunden vereinfachen, also von der Ausschreibung auf verschiedenen Jobplattformen über das Bewerbermanagement bis zur Zu- oder Absage. Ein Aspekt daraus ist dann natürlich auch die Persönlichkeitsanalyse, welche mit Identify direkt in Dualu integriert ist. Damit wäre hier auch gleich das Stichwort, um das Wort weiterzugeben an unseren Experten Adrian Krebs. Herzlich willkommen. Guten Morgen, vielen Dank, Daniela. Ich werde gleich meinen Bildschirm teilen, damit Sie auch meine Präsentation sehen. Das sollte jetzt der Fall sein. Sie sehen meinen Bildschirm, ist das korrekt? Noch nicht. Nicht? Okay. Ich gehe jetzt auf Nicht mehr teilen und werde ihn noch einmal teilen. Jetzt sehe ich etwas. Ja, genau jetzt. Genau, super. Okay, vielen Dank. Guten Morgen allerseits. Mein Name ist Adrian Krebs. Ich bin Geschäftsführer von Gateway One und wir bei Gateway One, wir kümmern uns ebenfalls um das Thema Recruiting. Allerdings haben wir einen Schwerpunkt in diesem Recruiting, nämlich im Bereich der Diagnostik. Also das heißt, wir sind der Überzeugung, dass eben das Matching sehr stark darauf basiert, dass man sich im Vorfeld gut überlegt, wen möchte man einstellen, welche Kompetenzen braucht es, welche Persönlichkeitsmerkmale braucht es. Und aus diesem Grund bin ich heute hier und werde Ihnen einen kurzen Einblick in diese Persönlichkeitsanalyse geben, die wir selber entwickelt haben. Ganz kurz, was Sie erwartet, ich werde eine kleine Einleitung machen, ich werde eine Übersicht geben, Theorieaufbau, aber auch den Ablauf und die Durchführung kurz erklären, gehe auf die Inhalte der Persönlichkeitsanalyse ein und werde dann auch noch bei der Interpretation ein paar Hinweise geben. Wie gesagt, es ist ein sehr kurzes Webinar mit 25 Minuten. Ich werde vor allem an der Oberfläche sein. Deswegen bitte seien Sie so nett und stellen Sie Fragen, wenn Sie etwas tiefer interessiert. Dann können wir am Ende gerne noch darauf eingehen.
Was mir persönlich ganz wichtig ist, und das möchte ich mit dieser Folie symbolisieren, wir von Gateway One, wir huldigen sehr stark dem Ansatz der menschenzentrierten Rekrutierung. Also das heißt, wir stellen den Menschen der Rekrutierung eigentlich ins Zentrum. Das heißt nicht, dass wir einfach die Menschen begutachten und dann den Bauch sprechen lassen, sondern menschenzentrierter Ansatz heißt bei uns eben, dass wir die verschiedenen Instrumente, die verschiedenen Elemente einer Bewerbungsmappe wirklich nutzen wollen, weil es gibt ganz verschiedene Blickwinkel auf eine Person und jedes Instrument gibt gewisse Hinweise auf eine Persönlichkeit, auf eine Person und auch die Anforderungen mit, damit wir eben am Schluss dann entscheiden können, passt diese Person tatsächlich zu uns. Das heißt nicht immer die Beste oder der Beste ist geeignet, sondern die passendste oder der passendste. Das ist das, was wir unter Matching verstehen. Und aus diesem Grund möchte ich auch ganz klar betonen, dass eben diese Persönlichkeitsanalyse, die Identify-Persönlichkeitsanalyse, ein Teil ist. Also die soll weder Schulnoten ersetzen, noch Eignungsanalysen ersetzen, sondern es bietet einfach eine weitere Facette, die wir hier beleuchten können. Und genau zu diesem Punkt möchte ich hier auch sprechen. Also ich bin ein bisschen gegen dieses Mainstream-Thema, was im Moment gerade so ein bisschen aufploppt, dass man so die einen Instrumente gegen die anderen ausspielen will. Das ist eigentlich nicht zielführend und das hat auch die Wissenschaft immer wieder gezeigt. Es gibt eben bestimmte Instrumente, die für bestimmte Zwecke konstruiert wurden und eben auch dort ganz spannende Aussagen machen können. Ganz generell zur Persönlichkeitsanalyse als solches. Eines der wichtigsten Merkmale Persönlichkeitsanalysen sind von dem Konstrukt her Selbsteinschätzungen. Also das heißt, im Gegensatz zu Eignungsanalysen, wo man tatsächlich Fähigkeiten unter Zeitdruck zum Teil auch messen kann, ist eine Persönlichkeitsanalyse letztlich eine Selbsteinschätzung. Es gibt also keine richtigen oder falschen Antworten, sondern es gibt eigentlich ein Bild deiner Person, so wie sie sich tatsächlich, wie sie tatsächlich ist. Das heißt, die Vorhersage über den Erfolg von Personen soll in diesen spezifischen Situationen auch gemessen werden. Persönlichkeitseigenschaften sind in verschiedenen Situationen und Lebensspanne aber relativ stabil und das beginnt eben bereits schon im Jugendalter. Also wir wissen, dass bereits junge Leute mit 13, 14 Jahren über ganz bestimmte Persönlichkeits- und Eigenschaften verfügen, die sich dann im Laufe der Zeit schon noch ändern können, aber grundsätzlich bereits relativ stabil sind. Und deswegen ist es auch möglich, dann gewisse Vorhersagen zu machen, wie sich Personen in ähnlichen zukünftigen Situationen auch verhalten werden. Wie gesagt, weil es eben keine guten und keine schlechten Antworten gibt, sondern eigentlich nur ein Bild der Person wiedergibt, ist es ganz wichtig, dass wir uns im Vorfeld einer Persönlichkeitsanalyse auch immer das Anforderungsprofil überlegen. Also das heißt, für jede Stelle gibt es ein bestimmtes Anforderungsproblem, Profil. Das heißt, wenn ich beispielsweise im Sales arbeite oder im Marketing, dann sind wahrscheinlich Dimensionen wie eine Extraversion wichtiger als vielleicht die emotionale Stabilität, wobei gerade im Sales natürlich die emotionale Stabilität auch ein wichtiger Faktor ist. Aber das sind ganz wichtige Elemente, dass sie sich im Vorfeld zum Einsatz einer Persönlichkeitsanalyse eben diese Anforderungsprofile auch machen. Was erwarten Sie eigentlich? Ich komme dann im Verlauf des Webinars noch einmal darauf zurück. Ganz kurz, woher kommt die Persönlichkeitsanalyse? Wir haben uns vor über 10 Jahren, als wir diese Analyse entwickelten, ganz stark am Modell der Big Five beziehungsweise des Neo-5-Faktoren-Modells konzentriert. Also dieses Modell, das ist ein sehr bekanntes, sehr etabliertes Persönlichkeitsmodell, das eben auch nicht auf Typologien beruht. Das ist uns persönlich noch wichtig. Wir haben dimensionale Verfahren. Wir wollen also nicht rote, blaue, gelbe Typen. Das ist zwar lustig bei so Teambuildingsmaßnahmen, sind aber gerade bei der Erkennung von Persönlichkeitsmerkmalen eher weniger geeignet. Deswegen haben wir uns aus diesem
diese dimensionalen Aspekte konzentriert, wie zum Beispiel eben Neurotizismus, die emotionale Labilität, Extraversion, Offenheit für Erfahrung, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit. Also diese fünf Faktoren haben uns am Anfang geleitet. Wir haben dann diese zusammen mit Schweizer Berufsbildnerinnen und Berufsbildner noch vertieft. Wir sind dann explizit auf den beruflichen und leistungsbezogenen Kontext vorgestoßen. Also das heißt, wir kümmern uns eigentlich weniger um Verhalten im privaten Umfeld. Das ist uns bei der Identity-Persönlichkeitsanalyse eigentlich ziemlich egal, sondern wir stellen immer Fragen rund um den Beruf, rund um berufliche Situationen, und das ist uns wichtig. Wir bei Gateway One, wir legen relativ großen Wert auf wissenschaftliche Begleitung. Also wir haben verschiedene Instrumente im Einsatz, und dieses Instrument hier, das haben wir in enger Zusammenarbeit mit der Universität Trier entwickelt. Das ist eine zufällige Begegnung, dass der Professor war seinerzeit in der Schweiz an der Universität Luzern, hat dann im Rahmen der Zusammenarbeit nach Trier gewechselt, und deswegen sind wir in Trier gelandet. Also das hat nicht eine Vorliebe mit Trier zu tun, sondern das ist eine persönliche Gegebenheit. Vielleicht ganz kurz zur Durchführung. Die Durchführung wird dann noch später erklärt, wenn es um DALU geht. Wichtig scheint mir einfach, wenn die Jugendlichen dann mit dieser Persönlichkeitsanalyse beginnen, dann werden sie eigentlich ein relativ stabiles Setting vorfinden. Das heißt, sie haben immer Fragen, und diese Fragen müssen in einer insgesamt sechsstufigen Antwortskala beantwortet werden, und das kann von trifft gar nicht zu bis zu trifft vollkommen zu reichen. Also diese sechs Skalen sind für uns relevant, und das wollen wir auch über die ganze Analyse so machen. Sie sehen unten dann auf der Fortschrittsbalken, die Jugendlichen sehen immer, wie lange es noch dauert, wo sie sich befinden, etc. Zu deren Dimensionen, also ich habe gesagt, wir haben uns an diesen fünf Faktoren orientiert und haben dann für uns eben diese insgesamt sechs Faktoren herauskristallisiert, die eben beim berufs- und leistungsbezogenen Kontext heutzutage wichtig sind für ein Persönlichkeitsprofil im beruflichen Umfeld. Eine der wichtigsten Dimensionen, das ist die Gewissenhaftigkeit. Die Gewissenhaftigkeit hat eine sehr hohe Korrelation auch mit dem beruflichen Erfolg, aber auch der Lernwille. Emotionale Stärke oder emotionale Stabilität ist ein wichtiger Teil. Kontaktbereitschaft, wie offen gehe ich in Meetings, gehe ich mit Kunden um etc. Dann die Bereitschaft zur Teamarbeit. Und seit September 2020 haben wir sogar eine neue Dimension noch aufgeführt, nämlich das Durchhaltevermögen. Das ist aus einer Studie in Amerika, ist das rübergeschwappt in die Schweiz. Wir haben dort festgestellt, dass das Thema Grit, wie sie in Amerika sehr anschaulich formuliert worden sind, auch in der Schweiz zunehmend eben Anwendung findet, eben dieses Durchhaltevermögen, wie lange kann ich an etwas durchbeißen, wie wichtig ist mir etwas etc. Und das ist mit diesem Durchhaltevermögen gemeint. Ich gehe jetzt noch ein bisschen genauer auf die einzelnen Dimensionen ein, weil die Dimensionen letztlich wichtig sind, damit Sie auch verstehen, was wir darunter verstehen, weil Teamarbeit zum Beispiel, also da kann man Verschiedenes darunter verstehen. Ich werde Ihnen jetzt kurz zeigen, wie wir es definiert haben, damit Sie auch in etwa sehen, was das heißt. Also die Gewissenhaftigkeit, diese Dimension beschreibt, wie zuverlässig eine übernommene Arbeit erledigt wird und ob eine hohe Leistung jemand zu bringen bereit ist oder nicht. Also das heißt, es geht hier um die Facetten Genauigkeit, Sorgfalt, Zuverlässigkeit. Es geht aber auch um den Stellenwert der Arbeit. Leistung und Karriere stehen dort im Thema. Oder auch ganz organisatorische Sachen wie Ordentlichkeit, Planung von Aufgaben sowie Kontrolle der Arbeit. Also Personen zum Beispiel mit einer geringen
Ausprägung, die verzichten vielleicht gerne auf penible Ausführungen, können flexibel auf Planänderungen reagieren, das ist die positive Eigenschaft, währenddem Personen mit einer hohen Ausprägung in dieser Gewissenhaftigkeit eben sehr exakt, sehr sorgfältig arbeiten, sich auch eine große Leistungsbereitschaft zeigen und sie können aber, und das ist vielleicht eine negative Komponente, sie können sich dann zum Teil vielleicht in Details verlieren, wenn etwas sehr umfassend ist. Also Sie sehen, Gewissenhaftigkeit hoch kann durchaus auch gewisse negative oder gewisse Elemente beinhalten, die man auch beachten muss. Zum Lernwillen, diese also die Dimension macht ganz klar Aussagen darüber, wie gerne jemand etwas Neues, vielleicht auch etwas Kompliziertes lernen will. Also das heißt, die Neugier, die innere Neugier, etwas Neues kennenzulernen, steht im Vordergrund. Die Energie, die jemand einsetzt, um auch Neues zu erfahren und eben auch den Wissenserwerb, der nicht nur dem Ziel der Karriere dient, sondern vielleicht auch der Selbsterkenntnis dient. Das ist ein Thema hier drin. Also Personen mit einer geringen Ausprägung, die lernen vor allem dann, wenn es von ihnen verlangt wird, während Personen mit einer hohen Ausprägung sehr stark von sich aus lernen. Also diese intrinsische Motivation steht dort ganz klar im Zentrum. Genau. Die emotionale Stabilität oder die emotionale Stärke, wie wir sie genannt haben, die macht Aussagen darüber, über den gefühlsmäßigen Umgang mit Kritik und Misserfolgen. Das ist gerade etwas, was natürlich in der heutigen Zeit auch immer wichtiger wird. Also wie geht eine Person um mit der Situation, dass sie vielleicht einmal scheitert, dass sie vielleicht einen Misserfolg hat, dass sie vielleicht kritisiert wird oder auch Druck empfindet. Wie geht sie in solchen Situationen um? Die wahrgenommene Empfindung, die mit Belastung zusammenhängen, steht dort im Zentrum und auch die Kontrolle der eigenen emotionalen Reaktion. Also wird jemand sehr schnell aufbrausend oder kann sich jemand vielleicht Kritik auch zuerst einmal anhören, diese reflektieren, verarbeiten und dann entsprechend reagieren. Also Personen zum Beispiel mit geringer Ausprägung, die nehmen Misserfolge eher persönlich und reagieren dort vielleicht auch zum Teil eher verschlossen. Sie haben vielleicht auch Mühe mit emotionalen Belastungen umzugehen, während den Personen mit einer hohen Ausprägung, die bleiben auch in hektischen Situationen eigentlich ruhig und können ihre Leistung auch eben unter erhöhten Druckbedingungen können sie diese aufrechterhalten. Kritik und Schwierigkeit bringen sie nicht aus dem Gleichgewicht, die Personen mit einer hohen emotionalen Stärke, sondern sie können mit diesem Thema relativ gut umgehen. Ich komme zur Kontaktbereitschaft. Die Kontaktbereitschaft, wie der Begriff das schon sagt, macht eigentlich Aussagen darüber, wie gerne Personen auch in Kontakt sind, wie bereit sie sind, Kontakte einzugehen. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel Personen nehmen, die eher eine geringe Ausprägung haben, Sie sehen das dort mit dem Label schüchtern zurückhalten, die neigen dazu, sich tatsächlich vielleicht eher etwas unsicher zu fühlen, vielleicht eher etwas befangen zu fühlen. Sie brauchen auch deutlich länger in gewissen Situationen, bis sie sich öffnen, bis sie auch mit jemandem Kontakt knüpfen, währenddem andere Personen mit einer sehr hohen Kontaktbereitschaft eigentlich auch Freude daran haben, in den Dialog zu gehen, mit anderen Menschen sich auszudrücken. Sie zeigen sich auch Unbekanntem gegenüber offen und wirken in der Regel auch zugänglich. Die Bereitschaft zur Teamarbeit, ich habe das bereits gesagt, da verstehen wir natürlich klar die Aussage darüber, ob jemand lieber in einem Team oder ob jemand alleine lieber arbeitet. Und wie Sie wissen, im heutigen Alltag hat beides seine Vor- und seine Nachteile. Hier sagen wir natürlich klar, Personen, die eben eine niedrige Ausprägung haben, sind tatsächlich Personen, die noch sehr gerne arbeiten. Sie sind überzeugt, dass sie vielleicht alleine sogar effizienter arbeiten als in einem Team, währenddem Personen, die eben eine sehr hohe Ausprägung haben, tatsächlich den Austausch sowie die Hilfe von Teammitgliedern nutzen und suchen und sie sind überzeugt auch, dass das Team am Ende eine bessere Leistung bringen wird als
als wenn man alleine arbeitet. Diese Dimension, das ist mit Abstand die spannendste Dimension aus wissenschaftlicher Sicht. Sie können sich das vorstellen, gerade bei jungen Leuten. Da haben wir seit längerem so eine Tendenz zum Thema Team. Alle sind heute teamfähig, alle wollen im Team arbeiten. Und es ist noch interessant, wenn man sie dann eben auf eine normierte Persönlichkeitsanalyse trifft, wie der Identify eine ist, wie dann eben tatsächlich auch Leute zum Vorschein kommen, die tatsächlich von sich selber behaupten, sie seien teambereit, aber doch dann über eine eher niedrige Ausprägung verfügen, wenn man das dann eben ein bisschen im Detail erfasst. Hier auch gerade ganz wichtig für Sie eben noch einmal der Hinweis zum Anforderungsprofil. Also machen Sie sich wirklich genau Gedanken, ist diese Arbeit tatsächlich eine Arbeit, die eben im Team erledigt werden muss, oder ist das tatsächlich eine Arbeit, die durchaus auch hin und wieder auch alleine durchgeführt werden kann. Das ist mir eben persönlich sehr wichtig. Ich komme zur neuen Analyse, neu in Anführungszeichen, 2020. Für Verhältnisse in der Eignungsdiagnostik ist das eine sehr neue Dimension. Normalerweise sprechen wir so von 5, 6 Jahren, in denen wir gewisse Sachen als stabil betrachten können. Deswegen sind natürlich 2020, das ist noch eine relativ neue Dimension. Und diese Dimension, dieses Durchhaltevermögen soll eben Aussagen darüber machen, ob eine Person langfristige Ziele auch mit Leidenschaft und Ausdauer verfolgen kann. Das heißt, Personen, die eine hohe Ausprägung haben im Durchhaltevermögen, die geben Projekte nicht gleich auf, wenn es auch einmal etwas schwieriger wird, sondern sie beißen dann sich eben durch, sie bleiben dran und sie fühlen sich auch beim Gedanken an ein Projekt, an ein etwas komplexeres Gebilde in der Regel auch energisiert und bereichert. Also das heißt, die suchen ein bisschen auch diese Arbeiten, wo es vielleicht nicht gerade so easy peasy geht, sondern wo man eben auch ein bisschen was tun. Währenddem Personen mit geringerer Ausprägung, ja, die neigen eben dazu, den schnellen Erfolg auch zu suchen. Sie geben sich rasch mal mit einer Lösung zufrieden und sind vielleicht weniger daran interessiert, noch hinter die nächste Kurve zu blicken. Also sie bleiben flexibel, sachlich, kann auch durchaus ein Vorteil sein in gewissen Projekten, dass man eben nicht sich zu sehr festbeißt. Aber man muss auch wissen, dass eben diese Person sich vielleicht rasch mit einem gewissen Situation zufrieden geben. Ja, und wie zeigen wir Ihnen jetzt das auf diesem Zertifikat, auf diese Persönlichkeitsanalyse? Also grundsätzlich ist es so, und das möchte ich am Anfang eben noch einmal erwähnen, aufgrund dieser Selbstbeurteilung kann es natürlich sein, dass die Analyse in gewissen Weisen beeinflusst werden kann. Also das heißt, jede Person hat natürlich für sich selber einen gewissen Beurteilungsmaßstab. Ganz lange hatten wir so in der Forschung die Tendenz zur Strenge, also das heißt, Menschen gingen mit sich selber eher stärker oder härter ins Gericht, beurteilten sich selber strenger. Hier erleben wir gerade eine interessante Wende. Etwa seit 4, 5 Jahren sehen wir gerade bei jungen Leuten, dass diese Tendenz zu Strenge eher etwas abnimmt. Es ist für uns noch interessant, dies zu verfolgen. Es ist noch nicht wissenschaftlich untersucht, aber wir haben schon mit anderen Partnern darüber gesprochen, dass hier wahrscheinlich tatsächlich so eine kleine Wende uns bevorsteht, und ich bin überzeugt, dass wir da in den nächsten Jahren auch spannende Forschungsliteratur hierzu lesen werden. Also das zum individuellen Maßstab. Was auch immer ein Thema ist, ist diese soziale Erwünschtheit, also Personen, gerade Personen mit einer ausgeprägten kognitiven Fähigkeit, die spüren natürlich relativ rasch, in welche Richtung soll eine Frage gehen, und die versuchen dann eben ihr Antwortverhalten auch etwas anzupassen an das, was das Gegenüber eigentlich hören will. Das nennt man soziale Erwünschtheit. Umso wichtiger ist es eben, dass sie sich im Vorfeld wirklich gut überlegen, ja, brauchen sie wirklich eine hochteambereite Person für diese Arbeit, oder reicht, wenn diese Person tatsächlich im mittleren Bereich ist oder vielleicht tatsächlich sogar im unteren Bereich, weil es eben gut ist, wenn die Person auch noch alleine arbeiten kann. Persönliches Antwortverhalten, das ist natürlich immer auch etwas, was im Spiel bleibt. Also, und deswegen
möchte ich hier immer wieder, wie übrigens bei allen diagnostischen Instrumenten, eben davor warnen, immer alles als bare Münze zu nehmen. Also das heißt, die Identity-Persönlichkeitsanalyse, die wird Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich ein Bild einer Person zeigen. Aber es ist eben ganz wichtig, dass Sie auch immer wieder diese Persönlichkeitsanalyse mit anderen Beobachtungen, beispielsweise während einer Schnupperlehre, ich plädiere hier auch etwas für die Schnupperlehre, respektive für die Arbeitsprobe, dass Sie das dann miteinander vergleichen und sehen und schauen, haben Sie tatsächlich auch dieses Durchhaltevermögen festgestellt, das dann in der Arbeitsprobe eben auch sichtbar war. Das sind wichtige gegenseitige Verifizierungen, die Sie hier machen. Die Auswertung an sich der Identity-Persönlichkeitsanalyse beinhaltet auf der einen Seite ein Übersichtsblatt, wo wir die Skalen respektive die Dimensionen aufzeigen und Sie auf einen Blick sehen, wie stark ausgeprägt diese Dimensionen sind. Sie beinhalten aber auch auf der zweiten, dritten, vierten Seite, je nachdem, auch die verbalisierte Beschreibung der erreichten Persönlichkeitsdimensionen. Das ist uns persönlich noch wichtig. Also Sie müssen nicht ein 100-seitiges Manual gelesen haben, um unsere Persönlichkeitsanalyse zu interpretieren, sondern Sie können sich direkt mit diesen Beschreibungen hinten, können Sie sich ein gutes Bild davon machen, wie diese Person eingeschätzt worden ist in dieser Analyse. Kurzes Wort noch zur Normierung. Also unsere Persönlichkeitsanalyse ist normiert. Das heißt, Sie können die Person in den direkten Vergleich setzen mit Jugendlichen aus der Zielgruppe. Die Normstichprobe, die ist für den Rekrutierungsprozess gemacht. Es ist also kein Selbstfindungsinstrument, sondern es wurde tatsächlich unter dem Aspekt gemacht, ich bin in einem Rekrutierungsverfahren. Das ist noch wichtig, weil in einem Rekrutierungsverfahren wissen die Jugendlichen natürlich, dass es auf etwas ankommt. Und dieser Leistungsgedanke wird natürlich auch in einer Persönlichkeitsanalyse immer wieder durchdrücken. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir auch diese Normstichprobe dort gewählt haben. Wir haben aktuell Daten von 2017 bis 2023 in der aktuellen Normierung drin und eben auch mit dem Durchhaltevermögen, das neu dazugekommen ist, haben wir eine zweite große umfassende Normierung in 2020 gemacht. Wir werden die auch regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls anpassen, wenn wir sehen, dass sich etwas verändert. Die Auswertung basiert auf 9 Skalen, das sind die sogenannten Stein-Werte. Sie sehen auch hier ein bisschen die Verteilung. Also grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die meisten der Personen zwischen den Stein-Werten 4 und 6 sich befinden. Sie werden relativ wenig Personen finden, die eine ganz, ganz hohe Ausprägung haben, und Sie werden auch relativ wenig Personen finden, die eine sehr, sehr tiefe Ausprägung haben. Das ist diese Normalverteilung, die hier darunter liegt. Hier vielleicht noch kurz zusammengefasst so ein bisschen, die Stein-1 wirklich sehr niedrige Ausprägung, so 2-3 sind niedrige Ausprägung, 4-5-6 sind so durchschnittliche Ausprägung, 7-8 sind hohe und 9 eben sehr, sehr hohe Ausprägungen. Und Sie hören immer, ich spreche von Ausprägungen, es sind eben nicht Ergebnisse, es sind nicht Resultate, sondern es sind Persönlichkeitsdimensionen, wo Sie Ausprägungen feststellen. Die können gut sein, die können vielleicht für das Anforderungsprofil nicht so passend sein, wie auch immer. Das ist wichtig zu beurteilen. Wir haben auch noch einen kurzen Anhang, wo wir das Verfahren einbetten. Das ist vor allem dann wichtig, wenn Sie diese Analyse vielleicht direkt den Personen abgeben am Schluss, damit Sie auch etwas sehen, woher kommt diese Analyse, was ist der wissenschaftliche Hintergrund, auch Hinweise zu der Normierung und auch zu der Interpretation erhalten. Genau. Das ist mein Fazit, das kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt, und ich würde hier sonst gerne zurückgeben zu dir, Daniela. Super, vielen lieben Dank, Adrian. Ich freue mich schon auf das Fazit dann gleich später. Jetzt, bevor wir noch eine Zusammenfassung machen und schauen, wie es im Dualu abläuft, möchte ich sehr gerne das Wort an Bea Keller weitergeben, die uns den Praxiseinblick geben wird. Ja, guten Morgen allerseits oder fast schon Mittag. Vielleicht kurz zu unserem Betrieb. Wir sind ein Alters- und Pflegezentrum Zürich-Oberland. Wir haben rund 170 Mitarbeitende, rund 20 lernende Studierende.
Wir verwenden den Test vor allem in der Rekrutierung von Kaderpositionen, also von Führungsfunktionen. Und wir haben das eingebettet im Rekrutierungsprozess. Das heißt, es gehört bei uns grundsätzlich dazu, bevor eine Person zum Schnuppertag kommt. In der Pflege, ich weiß nicht, woher ihr alle kommt, aber in der Pflege ist das so üblich, dass man einen Tag mitarbeitet, um das Team und alles kennenzulernen. Und da, wenn in diesem Schritt, bevor dem Schnuppern, wenden wir das an. Und für uns ist es einfach einerseits wichtig, das im ganzen Prozess beizunehmen und vor allem mit diesen Schwächen-Stärken-Analysen erkennen wir, weil wir ja das Team kennen, wissen wir, was wir grundsätzlich brauchen und suchen. Und wir versuchen so dann gerade auch bei Führungspositionen zu eruieren, was haben wir für Projekte geplant, also welche Projekte können wir unter Umständen in diese Richtung auch schieben, um diese Stärken auch entsprechend ja, auszunutzen oder auszukosten mit Zusatzfunktionen. Was wir auch versuchen, sind Schwächen dann in diesem Sinne, wenn es zur Anstellung kommt, ja nicht darauf herumzuhacken, sondern wirklich die Person dann in ihren Stärken zu fördern, ja mit dem Grundsatz, dass sich Schwächen manchmal dann auch nivellieren können. Das ist noch etwas, und was wir auch versuchen ist, wenn wir Co-Leitungen oder STV-Leitungen rekrutieren, dass wir dann diese Profile nebeneinander legen und versuchen zu schauen, ergänzen die sich wirklich. Das ist auch ein sehr, ja, ein großer Wert im Rahmen des Prozesses. Wir diskutieren den Test offen mit den Bewerbenden, das heißt, und wir geben ihn auch ab. Also, dass die Person wirklich etwas dazu hat und auch etwas mitnehmen kann. Und auch, was Herr Krebs schon gesagt hat, gewisse Menschen sehen sich als Teamplayer und dann merken sie plötzlich, ah, eigentlich bin ich das gar nicht so. Also es regt oftmals auch etwas an. Und das finde ich persönlich auch einen spannenden Prozess im gesamten Rekrutierungsablauf dann. Aktuell verwenden wir es, wie gesagt, einfach auf Führungspositionen. Ja. In diesem Fall würde ich wieder zurückgeben. Super, vielen lieben Danke. Merci. Für den Input. Ich vermute, da werden sicher auch später dann gleich noch Fragen an dich kommen, Bea. Dann würde ich sagen, bevor wir zum Fazit gehen, werfen wir gleich noch einen Blick ins Dualu, wie das ablaufen kann oder würde oder wird. Und ich teile dazu gleich meinen Bildschirm und Sie sollten jetzt alle mein Dualu sehen und ich bin bereits auf den Dossiers drauf. Wir sehen hier drei Bewerbungen für einen Abteilungsleiter und wir schauen uns jetzt gleich mal hier den Herrn Schmidt an. Wir sehen in der History, dass der sich beworben hat, guten Bewerbungseingang oder gute Bewerbung eingereicht hat. Wir haben bereits ein erstes kurzes Kennenlernen-Interview gemacht und möchten nun, bevor wir dann zum Probearbeiten oder zum Vorstellungsgespräch weitergehen, noch die Persönlichkeitsanalyse abholen. Für das wechsle ich doch gleich in den entsprechenden Schritt der Persönlichkeitsanalyse und füge diesen hinzu. Beim Datum kann ich nun definieren, wann oder bis wann der Kandidat die Analyse auszufüllen hat oder ich gerne eine Rückmeldung hätte und löse dann das E-Mail aus an den Kandidaten auf Basis einer Vorlage. Und wir sehen jetzt hier, die gelben Platzhalter werden automatisch mit dem persönlichen Identity-Link ersetzt, sobald ich das Mail auslöse. Also wenn ich nun hier auf Senden gehe, erhält Herr Schmidt eine E-Mail. Und ich kann aber trotzdem noch im Dualu sehen, dass dieses ausgelöst wurde. Und das machen wir jetzt gerade, gucken wir uns das an und sehen hier, der gelbe Platzhalter, den wir vorher in der Mailvorlage gesehen haben, hat es jetzt automatisch ersetzt mit dem persönlichen Identity-Link. Und als Herr Schmidt würde ich dann natürlich auf diesen Link draufklicken und lande bei Gateway, um mit der Persönlichkeitsanalyse zu starten.
Herr Schmidt würde dann natürlich hier seine Daten eingeben. Ich nehme das gleich mal schnell rüber, dass wir hier auch noch gucken können, wie das dann aussieht bei der Bewerbung, beim Ausfüllen. Und er kann sich noch ein Passwort setzen. Wir haben hier unten auch den Hinweis bezüglich Voilu-Einspielung. Das heißt, er weiß bereits oder wird informiert datenschutztechnisch, dass die Informationen dann auch wieder zurück ins Voilu gespielt werden. Und nun geht es bereits los mit der Persönlichkeitsanalyse, wo er anfangs auch noch weitere Informationen erhält, wie das genau abläuft, wie lange das es dauert und so weiter. Keine Angst, wir werden jetzt nicht 30 Minuten durchklicken, nur noch ein, zwei Punkte weiter, dass Sie so ein bisschen sehen, wie das aussieht. Es geht zuerst um allgemeine Informationen, woher die Person kommt, welche bisherige Position sie innehatte, welchen Bildungsabschluss. Und danach auch nochmal eine Information, wie genau die Fragen aufgebaut sind, damit man sich wirklich auch da verlassen kann, was einem nun erwartet. Und wenn wir jetzt nun weitergehen, kommen nämlich genau die Fragen, die Adrian auch erwähnt hat in der Präsentation, bei denen ich eben auch antworten kann, trifft sehr auf mich zu, trifft eben gar nicht auf mich zu und so weiter. Wie versprochen, wir werden nicht alles durchklicken, sondern wir wechseln gleich mal in ein Dossier, das ich vorbereitet habe, mit der Persönlichkeitsanalyse bereits ausgefüllt. Gehen wir da mal zurück auf die Dossierübersicht und wechseln zu Julia Müller. Hier sehen wir, da habe ich am 1. das Mail ausgelöst und sie war schnell, sie hat es gleich ausgefüllt. Also wir sehen hier, ist die Auswertung der Persönlichkeitsanalyse direkt zurück ins Duolu gespielt worden und ich als Recruiterin habe zusätzliche Info erhalten, hey, die Persönlichkeitsanalyse wurde ausgefüllt und kann dementsprechend schauen, was da nun die Auswertungen sind. Und hier so mit Klick auf das PDF lande ich direkt in der entsprechenden Analyse oder in der Auswertung oder Ausprägung, wie es Adrian gesagt hat, wo wir jetzt eben gucken können, anhand der Dimensionen, wie Julia sich selbst eingeschätzt hat. In diesem Zusammenhang wäre es für mich auch noch hilfreich, vielleicht eine detaillierte Bewertung machen zu können, also mir das parallel anzugucken, welche Kriterien sind denn für mich genau wichtig. Und genau hier kommt das zum Zug, was Adrian auch erwähnt hat, sich zu überlegen, was genau brauche ich wirklich für die Stelle, welche Ausprägungen und das dementsprechend dann auch hinterlegen zu können, inklusive Notizen, die mit Informationen, die ich aus der Auswertung habe. Diese Kriterienbögen sind auch sehr individuell, also Sie können eigentlich bei den Duolu-Einstellungen auch definieren, welche Punkte möchte ich wirklich bewerten, wenn ich eigentlich eine solche Persönlichkeitsanalyse von Identify dann auch mir anschaue und abgleiche. Als nächster Schritt kann ich dann die gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um den Bewerbungsprozess weiterzuführen, also beispielsweise könnte ich zum Probearbeitstag gehen und dann eben auch, wie von Bea erwähnt, schauen, stimmt das, was rausgekommen ist, wie war die Selbsteinschätzung und hier die Ergebnisse auch challengen. Damit wäre ich von meinem Teil gerade Schluss für die Vorzeigung von Identify in Duolu und gebe für das Fazit sehr gerne zurück an Adrian. Vielen Dank, Daniela, und vielen Dank auch Frau Keller für diesen spannenden Input aus der Praxis. Vielleicht ganz, ganz kurz, Sie haben es wahrscheinlich bemerkt, es gibt zwei Identifys. Ich habe Ihnen in meiner Präsentation natürlich primär den Identify für Jugendliche vorgestellt. Der wäre natürlich denkbar ungeeignet für die Kaderselektion, das ist korrekt. Aber wir haben eben auch das BADA für die Erwachsenen, das ist der Identify Pro. Und der ist etwas umfassender, der ist auch etwas facettenreicher, weil wir dort eben etwas weitergehen können als natürlich bei Jugendlichen.
die eben, wie gesagt, noch in einem jungen Stadium sind, die noch nicht so gefestigt sind, wie eben auch die Erwachsenen. Funktionieren tut der Identify Pro genau gleich wie der Identify an sich, deswegen brauche ich hierzu eigentlich keine speziellen Aussagen mehr zu machen. Vielleicht einfach noch kurz zum Fazit, was mir persönlich wichtig ist, und ich hoffe, ich konnte Ihnen das zeigen. Wichtig ist, Persönlichkeit ist ein Element einer Rekrutierung. Wir wissen aus der Forschung, dass insbesondere gerade der Bereich der Fähigkeiten, der berufsbezogenen Fähigkeiten mit Abstand der wichtigste Prädiktor ist für Berufserfolg, aber eben auch die Persönlichkeitseigenschaften tatsächlich einen gewissen Zusammenhang mit dem Berufserfolg auch erkennen lassen. Die Analyse ist eine Selbsteinschätzung, wie gesagt, sie dauert in der Regel zwischen 25 Minuten für Jugendliche und etwa 20 bis 30 Minuten für die Erwachsenen. Sie sind immer normiert auf die Zielgruppe, das heißt, bei Jugendlichen haben wir eine Normierung hinterlegt, bei den Erwachsenen haben wir tatsächlich mehrere Normierungen hinterlegt, weil es dort eben sehr stark darauf ankommt, in welchem Kontext jemand angestellt wird. Also wenn Sie da Salespersonen mit Gesundheitspersonen gleichsetzen wollen, dann wissen Sie, da haben Sie komplett andere Personen natürlich in der Regel gegenüber. Das heißt, auch dort sind die Normierungen speziell eben für das Gesundheitswesen oder eben ganz genau für die Bereiche Sales entsprechend aufgepasst. Ich persönlich bin überzeugt, dass das Thema Persönlichkeit gerade in einem Kontext der Rekrutierung wichtig ist, Passungsfrage, um diese Passungsfrage zu klären. Wir würden die Persönlichkeitsanalyse nicht sehr früh einsetzen, das heißt nicht bereits beim ersten Schritt einer Bewerbung einsetzen, sondern eher so, wie es Frau Keller sehr eindrücklich gesagt hat, wenn es dann wirklich darum geht, am Schluss die Personen noch miteinander zu vergleichen, idealerweise sogar die Auswertungen gegeneinander gegenüberzusetzen, damit die Personen tatsächlich ein Bild davon erhalten. Bei den Jugendlichen sind wir eher zurückhaltend, was das Abgeben der Persönlichkeitsanalyse anbelangt, also wenn jemand Interesse hat, sehr gerne, aber grundsätzlich sind wir dort auch der Meinung, solche Instrumente müssen in einem erklärungsbedürftigen Umfeld abgegeben werden. Also das heißt, die Jugendlichen müssen die Möglichkeit haben, Rückfragen zu stellen. Sie sollten nicht mit diesem Ergebnis einfach alleine gelassen werden. Wenn Sie einer jungen Person zurückmelden, dass sie keinen Lernwillen hat oder eine tiefe Ausprägung in der Teambereitschaft hat, dann kann das unter Umständen für eine Person, junge Person, eher nachteilig sein. Deswegen, wenn Sie die Auswertungen abgeben, dann bitte in einem Umfeld, wo sich die Jugendlichen auch melden können. Genau. Das wäre von meiner Seite so ein kleines Fazit. Ich bin jetzt natürlich sehr gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Das freut mich natürlich jetzt. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen lieben Dank für die Teilnahme und die Fragen. Und wünsche im Namen vom ganzen Dualu-Team noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.